weil ich habe das jetzt auch schon zweimal gehabt. Vielleicht passiert das bloß am Beagle Point. Ja, vielleicht das. Das fällt das Skarab in irgendein Wurmloch und kommt da gleich wieder, oder wie? Komm, wir gehen mal Sunny begrüßen. Ist schon wer am Krater? Ja. Ein, zwei Leute. Dann hätte der Sigma mal gerne eine Wing-Einladung mit einem Nachbiegen. Ja, dann mache ich. Wenn noch Platz wäre, würde Bob auch gerne ein. Wer noch? Bob. Der Baumeister. Na, der Cortex. Schon mal eine blöde Frage. Könnt ihr den... Entschuldigung? Könnt ihr den Reven 92 auch mal einladen? Schreibt da gerade unten im Chat. Ja, ich hab jetzt gerade noch Sigma oder bist du woanders drin? Nee. Ah, jetzt hab ich eine Einladung. Ja. Ist voll, muss ich mal nachdenken. Gut, schick gerade raus. Der Ariok? Hier, nochmal zu meiner Frage: Wenn ihr auf den Planeten zufliegt, und ihr wollt zu bestimmten Koordinaten, gibt's da irgendwie einen Trick, wie man da hinkommt? Ich gehe da immer aus dem Supercruise dann raus und gucke mich erstmal um, wo Norden ist und so weiter. Sonst finde ich mich da gar nicht zurecht. Ja. Am besten ein bisschen übersteuern mit einer Achse. Dann hat man mehr Spiel für die andere Achse. Also einfach nur im Kreis rumfliegen und gucken, wo was mehr wird, wo was weniger wird, aber irgendwelche anderen Tricks, die wisst ihr auch nicht. Ja, ich hab mal einen Link gepostet. So. Da steht's ganz gut drinnen, wie es eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, der von Rabbit, ne? Ja. Mhm. Sonst, wenn du halt genau Richtung Nulllinie fährst oder fliegst, verändert sich ja nur ein Wert. Nur Richtung 90 Grad oder 180, dann verändert sich der andere. Dann kann man das auch ganz gut steuern, finde ich. Und man sieht ja oben die Gradzahl eingeblendet, also wenn man auf 0 ist, dann geht es quasi nach vorne. Genau. Aber das geht ja nur, wenn man quasi aus dem Supercruise raus ist oder Oberfläche? Nö. Ja, du solltest in dem 5 Kilometer Radius sein, also immer so zwischen dem. Nennt sich das Orbit Cruise, oder? Genau. Oberhalb der grünen Linie. Genau. Und da hatten wir schon die Gradzahl. Nein! Ja. Da bin ich wahrscheinlich meistens im Kleid und merk's nicht. Mit 13,6 Meter von dem Planeten entfernt. Der sagt immer noch unexplored. Man scannert es. Ein Strom drauf. Ja, bei einigen Planeten muss aber bis auf 15 sein. Ja, aber ist ja schon 19 Millionen dran. Also, ja. Sonst nochmal raus und wieder reinnehmen. Ach so, okay. Ich schlag ja schon gleich auf. Also. Lieber nicht. Die Sonne hat doch gerade einen Stand. Ich habe jetzt das Forum in der letzten Woche nicht so richtig verfolgt. Der Treffpunkt ist da noch der alte, wie im Flyer angegeben, oder haben wir einen neuen hinzugefügt? Nein, das ist dasselbe. Dasselbe noch, okay. Auch wenn der Krater nicht mehr existiert. Genau. In der Form. Ja. So. Beider Head hat eine Krone auf. Jedenfalls seine Asp. Gott, ich habe keine Asp. Ach, dann ist der Rabbit's Asp, oder? Nee, Moment. Rabbit ist noch 8 Sprünge entfernt. Kannst dir nicht sagen. Jedenfalls eine weiße Asp. Das Sunny's Asp.
Ja, ich komm schon. Ich komm schon zur Rettung. Guten Abend. Hi. Guten Abend. Hi. Hallo. Jetzt habe ich mich selber festgefahren. Super. Ich glaube, ich sitze auf einer Korak-Elite, wenn ich das hier richtig. Von Sunny. Bin schon dabei, Sunny, aber ich habe mich selber festgefahren. Kann Sunny um mir jemand helfen? Moment. Wo seid ihr denn? Einen Frachtreifer aufsammeln. So, jetzt vielleicht. Mit der Cutter anstumpen. Oh, da. Von oben ins Cockpit reinzugucken, von der Asp ist auch lustig. Bin wieder frei. Jetzt häng ich drin. Ja, das ist irgendwie komisch da mit so einem Stein. Warte, ich komme. Ah, jetzt geht's. Bumm. Genau, ist kaputt. Ist der Mond wenigstens buggy-freundlicher? Ein wenig. Einer hat er auf jeden Fall. Wird sich die Sonne scannen? Low Gravity Warning. Low Gravity Warning, nicht nur bekannte Hauptsensoren. Es ist aber auch hartnäckig hier. Versuchen Sunny wieder aufzustellen. Jetzt. Ja, ja. Ja, weil. Ja. Hört sich eher so als ob an, als ob die Tapete abgekratzt wird. Was war das denn? Er ist da explodiert. Hiermit war es das mit dem SRV. Was hast du gemacht, Juniper? Keine Ahnung. Plötzlich war mein Schild weg und ich ging drauf. Diesmal hab ich leider nicht auf dem Film. Ja, ich hatte nur einen. Ich bin das hatte ich fast unterwegs. Hatte ich beim letzten Treffen aber auch. Da ist mir mein Ding auch explodiert. Ich weiß gar nicht warum. Eben war es noch volle Schilde, volle Rumpf. Und dann fahre ich irgendwie. Jo, so, ging mir das auch gerade. Mine. Nö, ich bin das letzte Mal auch am letzten Treffen. Ich bin nur gefahren. Plötzlich. Also gibt's den Bug noch, nur nicht mit der glücklichen Fühlung, dass der Bug wieder da ist plötzlich. Ja, leider nicht, ne.
A5A. Bin ich. Aber dass das so schnell durch den Stein getroffen haben. Jo, geht los. Ich hätte es fast auf Video, aber ich habe nur noch den Rauch. Wenn ihr wieder mal Platz in irgendeinem Ding frei habt, Alibaba wird es sich freuen. Moment. Ich bin nämlich hier ganz alleine auf dem Planeten. Einer ist raus. Könnt ihr den Rabbit auch gleich einladen? Ich habe noch ein Bein oder zwei Sprünge. Ich lade dich ein, Rabbit. Babak. Oh, jetzt ist voll. Achso, Bob ist ja auch. Ja. Der Tektum bräuchte auch eine Einladung. Ist gerade im System angekommen. Ja, kriegst du. Darfst du einen Fotografen spielen? Danke, Jesse. Ich hab letzte Woche auch zwei SFVs kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich zu Plug Station danach, aber gut. Ja, da kannst du auch ohne SFV hin. Den hatten wir gerade schon. Ansonsten geht's so, wenn du zurückfliegst, kannst du mir ein paar Tonnen Osmium mitbringen. Temperature critical. Was das? Hilfe! Da schießt was. Verteidigung! Wer schießt hier mit Railguns? Hast du das voll gemacht? Ich zeig dir gleich, was mein SAV kann. Wer mit deiner Ask? User entered your channel. Ach, hab schon wieder das. Ah, ich schrieb vor dem Ziel, jetzt nochmal tanken. User auf der Ask gelandet und hat er mich wieder abgeschüttelt. Cool. Schöner Lack. Ja, ne? Metallisch. Nicht abhauen. Nein, nein. Ah, verdammt. Ja. Das soll Gold sein, das sieht hier nicht so aus. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend. Bonjour. Guten Abend. Na toll. Hi, ich sehe keinen. Das passt, das passt. Mal gucken, ob ich jemanden sehe. Stimmt schon. Mich siehst du nicht. Ich glaube, mein Kleines hat gestürzt. Das ist auf der Asp, auf der Anaconda. Bei mir stehst du als zerstört. Zerstört. Wer, ich? Im Wing, ja, du, ja, ich. Ich habe im Moment einen schwarzen Bildschirm. Okay. Ich war im Hyperraum und dann abgestürzt. Ich vermute mal, ich muss ja klein jetzt erstmal killen. Ja. Jetzt bist du bei Chuck Station rausgekommen. Vielleicht auch das. Ich mal sehen, was da passiert. Ja, Bindungsfehler. Ja, vorne bei mir ja auch, nur bei mir zeigt er sich noch nicht mehr an, am schwarzen Bildschirm jetzt. Kann mich jemand in Wing einladen, dass ich euch finde? Ja, mach ich. Wunderbar. War schneller. Los, Nomi, los! So.
Dann muss ich jetzt wahrscheinlich noch mal in Supercruisern zurück, ne? Ja. Gut, dann starte ich mal. Höher. Höher, genau. Auf wie. Bin ich mal gespannt, wenn ich mit der Asp ein bisschen hochsteige, ob du oben hoch bleiben kannst. Handbremse ist angezogen. Nein. Oh. Ich werde weggestoßen. Stand. Aber noch bin ich drauf. Bleibst du oben drauf oder bleibst du in der Position? Du musst mitfahren. Du musst mitfahren, okay. Ja. Also im Prinzip, du bewegst dich unter mir weg sonst. Okay. Also jetzt failst du. Noch nicht, ich bin noch drauf. Das ist wie Rodeo reiten. Darüber bräuchte dann auch mal eine Einladung, weil sonst sehe ich nicht ein Schiff im ganzen System. Ich habe den Bob Cortex eben gehabt. Ich sehe ein Schiff im System. Ja, ein Tektum sehe ich auch. Aber das war es da auch schon. Mehrmals rein und raus, ich sehe nicht einen. Alibaba sehe ich. Ich sehe einen, jawohl. Abaküss. So, dann muss das jetzt ja nur noch mit dem Wingby klappen. Wo ist er denn? Irgendwo hinter mir. Landing gear retracted. Mein Guck, der ist an, ja. Mein Ficken ist an, ja. Eins sehe ich auf jeden Fall. Also Spider-Man ist auch an. Gab's denn Koordinaten? Habt ihr irgendwas verpasst? Wo man 6, hin sollte? 36, 148 grob. Okay, großer. Hab ich verpasst. Großer Krater. Der steht in dem Bild drinnen von dem Screenshot vom Planeten. Okay. Ist aber schon Nachtseite, oder? Ja. Scheint am Terminator zu sein, fast. Kann jemand den Rabbit-Wacher nochmal in Wing einladen, bitte? Ich warte auch noch. Und den Alibaba. Ich muss wohl erstmal richtig vom Planeten weg, bevor das mit Wing klappt. Ich sehe es zwar, aber irgendwie kann ich es nicht anfangen. Na gut. Ja, doch auf der Nachtseite. Nicht seitlich bewegen, kann ich nicht ausgleichen. Okay. Aber noch bin ich drauf. Wow, Connection Error. Ich hab den Rabbit im Visier. Oh, nur noch 35% Hölle, ich muss mal reparieren. Geh mal ganz runter, damit du runter kannst. Doch nicht runter. Ne? Nö, eigentlich zucken die nicht. Geht ich gar nicht mehr bei euch. Jesse, hast du dein Schmarrsignal an? Eben war er doch noch drin. Ah, guck an. Mach mal meine Connection, oder sehe ich euch? Wow. Auf welcher Planet war das? A5A. Der erste Mond vom 5A. Und da hat er nur einen. Ja, eben. So. Jetzt. Ein Abacus kommt angeflogen. Da, wo Jesse sein Namen drin steht. Das ist der richtige. Ich sehe ein paar. Das ist ja schön. Ach, jetzt sehe ich das Geschwadersignal. Ich sehe ein Geschwadersignal sehe ich auch, aber leider kein Geschwader. Warst du zu nah dran? Bei mir hat es erst funktioniert, wo ich ein Stück vom Planeten weg bin und dann umgedreht und dann zum Geschwadersignal. Ja, wenn du ein Geschwadersignal von jemandem hast, der auf dem Planeten steht, dann siehst du auch nur das Signal, weil dann kannst du ja kein Schiff sehen. Du musst erstmal selber lang. Ja, ich musste erstmal ein Stück weg. Vorher ging es nicht. So, aber ich sehe eine ganze Menge. Das ist ja, nicht schlecht, wenn ich langsam auch mal was sehen würde. Wer redet da? Edda Robal zum 136. Ach, Edda Robal. In der Liste. Hab ich nicht, kann ich nicht. Ich habe übrigens, bevor ich her bin, endlich mal den reservierten Mond gescannt.
Es war eine lange Nacht am Sonntag. Jetzt hoffe ich, dass es diesmal klappt mit dem Schreiben vom Namen ins Kunde. Ich hoffe auch nicht. Ich ja, ich bin gerade aus dem Wing raus, dass ich damit die Ether einladen kann. Noch jemand ohne Fahrschein? Ja, Ali Babak. Ja, ich habe ich hier leider auch nicht drin. Der Ali, den Alibaba sehe ich vor mir fliegen hier. Etwa 5 wenn, du mich wenn du mich einlädst, kann ich dann auch Alibaba einladen. Ja, geht genau das gleiche leider. Alibaba ist raus und Etta ist raus. Jesse, machst du noch dein Wingbeacon bitte an? Leuchte es auch an. Mark, wer da auch so neugierig in meine Kanzel reinguckt. Mein SAV ist wieder in die Luft geflogen. Ja, und deine Esp ist wieder im Boden versunken, Harry. Also. Wieso? Ich bin doch noch gar nicht auf dem Planeten. EOT, ich bin gerade im Anflug. Ach so. Sieht immer aus, als wenn du kein Fahrwerk hast. Voll versunken. User joined your channel. Das Levcon Teil sieht einfach super klasse aus. Was passiert eigentlich mit der Schule? Ja, sieht schon hübsch aus. Nee. Gute Frage. Und ist es nämlich SAV oder was? Ja, das Schiff wird ja explodieren. Ja, Schiff bleibt halt dort stehen. Sobald ich mich dem Planeten nähere, verschwindet das. Denkst du? Ja. Nee, ich glaube, ich muss das anders machen. Das ist blöd, wenn der SAV geplatzt ist. Ihr seid alle in der Luft bei mir, ist ja lustig. Wie komme ich denn aus dem Chat an den Commander wieder in den Local rein? Sehr schnell. Mit Tab? Oder Tab? Ja. Tab kannst du die Kanäle durchschalten. Oder Tab? Jetzt habe ich was gehört. Alibaba, bist du jetzt schon in den Geschwader? Ich bin jetzt in dem vollen Geschwader, ja, mit Lungen und Trepid. Nee, ist okay. Frage nur, dann hätte ich dich jetzt noch mit hier eingeladen. Okay. Ja, toll, ich bin jetzt hier im Krater. Sehen nur Geschwader sind. Echt, siehst du gar nichts? Ja, ich sehe das Geschwadersignal von Alibaba, das kann aber sein, weil der glaube ich noch nicht. Ich bin über dem Boden, doch. Doch, ja. Ich fliege, ich bin da. Aber ich sehe nur dein Signal. Nicht dein kann jemand Guy einladen? Geht mir genauso. Jetzt habe ich einen Verbindungsfehler. Oh, bei mir ist jetzt das Geschwadersignal auch wieder komplett weg. Ich sehe nichts. Kann da jemand Guy de Lombard einladen? Hast du doch schon jetzt. So Guy ist er. Ist oder? Müsste das Signal aber verschwunden sein, weil ich wieder im Hauptmenü bin. 51. Ja, ist weg. Wenn ich wieder eingeloggt, dann sehe ich niemanden mehr. Das ist auch super.
faszinierend. Das funkt immer, wenn ich mich mit euch treffen will. Detektor ist weg. So, ich klappe mich auch mal aus, wenn es ja ein bisschen passiert. Komm, Chef, du bist zu Bord. Ja, das mag die Erklärung sein, ja. Da ist Leben los, oder? Guten Morgen. Moin, moin. Einmal mit Profis. Hector, ist halt Versammlung. Weiß nicht. Ist was los? Glaube ja. Stimmt, hast recht. Keine Ahnung. Oh, ja, es gibt Sachen, die gehen vor. Genau. Also im Moment wüsste ich zumindest nicht, dass was Ernsthaftes ansteht. User left your channel. Wie lustig, wie sie die Ast ohne Flight Assist hinlegt. Der Low-Termin-Thread ist nichts. Okay. Das scheint hinten bei den Triebwerken schwerer als vorne. Hätte ich euch bei euch jetzt immer noch im Open angezeigt? Im Open? Ja. Ah, okay. Weil ich bin in der Gruppe. Weil ich dachte eben schon, kann nicht sein, hab ich doch gemacht. Ich habe in die Gruppe gelockt und jetzt werde ich bei euch einen oben angezeigt. Super. Juhu. Das ist mal ein richtiger krasser Instanzfehler, würde ich mal sagen. Ja. Irgendwie halt es nicht hin. Ich bin gerade über Spiderhead weggeflogen und jetzt ist er weg. Marco. Ich habe dich gar nicht gesehen. Nein, nein. Doch, du standest mit deiner besten LASB. Was ist denn das hier? Ich bin 40 Meter raus. Ich hab noch eins. Also diese Brocken, die man abbauen kann, sind aber sehr dünn gesät, kann das sein? Hier auf dem Planeten gibt es bloß Mist. Eisen, Phosphor, Schwefel. Ich dachte, ich hole mal wenigstens so einen Vorrat, dass ich auftanken kann. Aber... Das ist richtig, da kannst du das Zeug gut verbrennen. Ich bin gestern gelandet und da habe ich 5 Meter vorm Bugfahrwerk so ein Ding mit Germanium gefunden. Auch nicht schlecht. Wo war das? Ich konnte erst gar nicht drauf schießen, weil ich muss so weit vom Schiff weg, dass ich überhaupt meine Geschütze ausfahren konnte. Und gerade so gelangt. Was macht ihr denn? Das war ja auch witzig. Ich wollte hier gerade auf einer Anaconda landen und bin durch sie hindurchgesprungen. Ja, bei mir ist gerade gegen eine ASP. Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Ja, ich sehe zumindest schön im Wasser. Ja, ich kann durch sie durchfahren. Kann mich noch mal jemand in den Ding einladen, bitte? Und? Egon, ist es Gold? Einladung ist raus. Wieder eine richtige Instanz gekommen zu sein. Also ich gehe auch noch mal raus, weil irgendwie seid ihr alle in der falschen Höhe. Bin nur im Untergrund unterwegs wieder. Na super, hat ja endlich geklappt. Der Repeater H, den nächsten Verbindungsfehler. Wieso packt die Hyton so dermaßen nahe an der Anaconda? Beileid, hast du ein Biegen an? Ja. Dann klappt's wieder nicht. Macht er nicht draus, ich bin auch ganz alleine auf meinem Planet. Ich fliege hier 3800 Lichtjahre ohne Verbindungsfehler, dann komme ich hier an, wo wir uns treffen wollen, und dann fliegst du dann doch mal wieder rauf, ey. Das ist doch nicht ganz reine Boshaftigkeit. Ich hab die Verbindungsfehler mitgebracht.
Witz an der Sache ist, ich sehe jetzt auch 2, 4, 6 Leute. Der Instanz, in der ich gerade war. Auch die Schiffe, die ich gerade gesehen habe, sind jetzt auch weg. Also bei mir sind, ja genau, die, aber Schiffe sehe ich eben gar nichts. Na, ich sehe ja wenigstens, ich sehe wenigstens den Einlader, den Explorer an Tour hier. Ja genau, den sehe ich auch. Ich sehe ihn raus. Ich gerade bei dir sehe ich. Schönes Echo, Echo, hallo. Ja, ich schon wieder nicht mehr. Ich sehe auch nicht mehr Leute. Ich werde mich auch nochmal auslocken, nochmal rein, weil wie gesagt, Spider-Head-Sequator-Signal sehe ich. Vorhin hatte ich ihn beim Landeanflug das Schiff gesehen, einmal drüber geflogen, war das Schiff weg und jetzt ist es gar nichts mehr hier. Also ich habe es ohne Wing probiert und es hat besser funktioniert als mit. Ich hatte erst auch Verbindungsfehler. Ja, da habe ich aber gar keinen gesehen, weder im Superboost noch sonst wo. Da habe ich nicht mal ein Schiff auf dem Bildschirm gehabt. Abend. Abend. Ich dachte, ich stelle mich an meinen Geschütze. Hi, Columbus. Hallo. Explorer. Welchen Rad wollt ihr da unter meinem Schiff durch? So, jetzt bin ich ganz alleine auf dem Planeten. Ja, und ich bin mit Explorer on Tour jetzt alleine hier in der Luft. Ein Schiff sehe ich. Ja, hier macht, ich hier sehe eine Replika-H. Ja, der Tektum-Fehl ist, den sehe ich jetzt ausnahmsweise mal. Jetzt habe ich ihn mal gesehen. Eben habe ich den EOT gesehen, jetzt sehe ich Tektum. Das ist immer mal ein anderer, den ich sehe. Ist auch ganz lustig. Ich sehe deine Sog-Folge, sehe ich. Nur die Sog-Folge. Ich kann da jetzt mal gucken, ob ich jetzt die andere mal wieder anfliegen kann. Da unten ist das Geschwadersignal vom Chassis und vom Alibaba. Gucken, ob ich da jetzt reinkomme. Oh, aus der Luft macht's auch mal Spaß. Werde ich mir wahrscheinlich nochmal 4000 zurückgeben und mir noch ein SRV wiederholen. Du blöd, wenn du um Jack Station rum ein bisschen exploren willst und kein SRV dabei hast. Ein leichter Umweg. Das darf mir nicht passieren. Ich bin nicht im Explorer-Fitting hier. Das war das einzige Schiff, was greifbar war auf die Schnelle. Ich habe von Sonntag auf Montag habe ich eine Gewalttour gemacht, so 3.500 Lichtjahre, maximal 20 Lichtjahre pro Sprung. Das heißt, ich war echt eine Weile unterwegs. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, meine auch. Ist auch völlig normal. Und voll beladen. Für Jacques. Ich wechsle mal fix in den UGT-Channel, mal gucken, was die sagen. Hat keiner Bier bei? Oder Blutwein? Ich hab Bier dabei. Der Rabbit. Verbindungsfehler. Ich sehe den Bob Cortex. Cortex kommt. Ich sehe da noch zwei andere Schiffe, die kann ich aber schon nicht. Juni per se. Da liegt jemand auf dem Rücken. Oder was ist das da? Der Reaper. Wäre immer schlimmer mit den Instanzen hier. Da habe ich noch ein S Explorer-Schiff. Und wer das ist. Boah, plötzlich tauchen die Anacondas auf, wo wir direkt auf sind, aufgeploppt. Der Chassis. An die
Babak. Rabbit, da ist er ja. Und der Adebay, ja. Das ist ja wieder ganz toll, dass alles funktioniert. Rabbit, du siehst wie üblich aus. Ich sehe jetzt fast alle hier. Ich sehe Adebay, ich sehe Jesse. Hat sich mein Schiff eigentlich verabschiedet, als ich hier ein bisschen weggefahren bin? Dann rufe ich es mal wieder her. Ich sehe den Reaver 92. Ich sehe den Guy. Den Bob Cortex. Den Juniper. Und fast du's gut. Ich sehe jetzt fast alle, denke ich mal. Ist das da hinten? Den Ariok. Den Columbus und den Horsch, den sehe ich auch da hinten in Asp. Mal ganz ehrlich, was ist das für ein seltsames Instanzensystem? Jetzt nicht siehst, aber ich sehe Jesse und Adebay zum Beispiel nicht. Ja, aber du siehst, aber ich sehe dich. Und Sigmarion steht auch nicht, aber ich sehe ihn. Sigma ist wieder mit seiner Spoiler-Zeitminder hier. Nein, ich Adebay auch. Ich stehe hier fast unter Beschuss. Nee, Juniper versucht dich gerade mit einer ASP zu bekämpfen, glaube ich. Wie es ausschaut. Hauptsache, du ziehst nicht noch ein Stück weiter rechts. Das ist Hoshi, gell? Rabbit, hast du gerade geschossen? Ich habe auch gerade geschossen. Okay. Ey! Da ist irgendwas explodiert eben unter mir. Wer hat denn da Waffen an Bord? Alle? Dann auch noch Railguns. Sag mal, hat da mein Schiff gerade auf dem Raven geparkt? Oder es versucht es zumindest. Ah ne, in Ingram. Okay. Ich glaube, man müsste mich hier, oder? Hm? Ja, ja, ja. Laut und deutlich. Und auch nicht zu laut. Angenehm. Nein. Gerade richtig. Ja, gut. Dämon hier. Bedingt. Boah, kann der gleich schnell rückwärts fahren. Ich hoffe, da kommt nichts. Nee, nur Sigma Sideliner. Boah, sehe ich nicht. Die macht noch nicht mal Peng, so wenig Treibstoff ist da drin. Zum Angreifen. Glaube ich, reparier die nochmal, bevor ich auf den Boden aufknalle. Ihr müsst es nicht beschreien, wenn wir nochmal zurückkommen. Wieso kommst du zurück? Kann einer mal den Jim Mulaney einladen? Nein. Kann mich auch nochmal jemand einladen? Was dann? Ist der EOT? Okay. Ich kann nicht mehr. Schön. So, Jumbo, die Einladung ist gut. Ja, ja, meine Angaben. Rüber, denke ich. Dankeschön. Ich hab die von Bob. So, ich bin jetzt an den Koordinaten. Ich hatte deine. Aber müsst wahrscheinlich jetzt eine Ring-Einladung von euch kriegen, ne? Und dann einmal rausknallen. So ist zumindest die Theorie.
So wie die Instanzen momentan funktionieren, brauchst du noch Glück. Dann bitte ich Smokel der Rowe nochmal sehr um eine Einladung. Nee, ob Cortex, ich habe jetzt nur ein Geschwadersignal. Mir ist in der Luft das Schild weggegangen. Wer verteilt hier denn schon wieder Bier? Das war der Rabbit, der das mitgebracht. Er denkt halt an die wesentlichen Sachen. Gut, weißt du was? Da ich ja sowieso schnell wieder zurück will. So ein Feuerwerk. Mehr Abkürzung? Warte, wie ist es, bis ich das auf den Film nehmen kann? Wenn jetzt jemand unter mir steht, kriegt er vielleicht Bier auf den Kopf. Das war ja du vor. Ist ein Bierbomber oder was? Sollten jetzt aus meiner Asp rausfallen von Rabbit. Ja, ich sehe ein paar Leute geheilt. Sind noch welche drin? Du hast kein Bier mehr jetzt, oder? Das ist alle. Jetzt interessiert, ob man das rausfällt, ob das nur auf der Anaconda liegen bleibt. Das ist schon wieder Rangel. Diese abgeworfenen Container, bleiben die, wie lange bleiben die eigentlich da? Ach Reinhard, was hast du denn da für eine geile Lackierung für die Asp? Das ist die Lavecon-Lackierung. Ach so, so eine spezielle. Oh. Die konnte man nicht kaufen, ne? Nein. Sieht ja auch cool aus. Sonst hätte ich euch Codes mitgebracht. Die hat jeder Lavecon-Besucher bekommen. Und das ist die vom letzten Jahr und dieses Jahr haben sie die gleiche Lackierung dann noch für ein paar andere Schiffe gemacht. Die sind aber noch nicht draußen. Also unter anderem, was richtig geil wird, die soll auch noch für die Anaconda kommen. Das wird mal sehr geil aussehen. Und was hast du da noch drauf? Ein Vogel? Warte mal. Das ist das Lavecon, das Lavecon Logo. Dieser Flammenvogel. Oh, Energy Grid auf der Python und der Anaconda. Schneller wieder heim. Okay, Joe, nochmal. Gut aus. Eine Lackierung. Hat was, ne? Da lohnt sich doch, zur Helfcon zu gehen. Bringst du das nächste Mal welche mit, okay? Ich hätte gerne, aber wenn ich irgendeine Chance gehabt hätte, Codes mitzubringen, hätte ich das gemacht. Das ging einfach nach den Leuten, die bei der Lavecon waren. Also die haben sich quasi die Superliste geschnappt und die Leute kriegen's. Sonst hätte ich stapelweise mitgebracht, da kannst du sicher sein. Wie üblich, wie beim Messen.
Howdy. Ja, da kann ich schon. Ist Kerasch jetzt gar nicht da heute? Sieht nicht so aus, also er hat sich jetzt nicht mehr zurückgemeldet. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt zum Punkt 3 überhaupt geflogen ist. Ich habe ihm die letzten zwei Tage mal Nachrichten geschickt, aber ich habe jetzt keine Antwort gekriegt. Wahrscheinlich hat er zu viel. Du, ich bin ja wieder da. War der da über mir? Ja. Kann ein Gelandeter mir eine Einladung, ein Tektum, eine Einladung schicken? Ich hab dich mit Energy Grid bestreut. Edderobal sucht auch wieder eine Einladung. Auf ein neues. Da. User joined your channel. Bob, hast User du Speaking an? Danke. Dann schauen wir mal. Weit weg. Auch was ich sag, gerade explodiert. Ihr macht ja ganz schön viel kaputt. Nee, sieht nicht gut aus. Der Kasten kommt nicht außen rum. Wie der Haufen aussieht. Ciao, Wanderer. Ja, ich bin eben am Schweden. Seht ihr? Schweden zum Instanzrad. Aber ich sehe kein Wing-Beacon oder überhaupt ein Signal von meinem Wing. Gar nichts. Als du angezeigt wirst, bei mir nur sehen tue ich dich nicht. Ich flieg einfach mit Joe hinterher. Mal sehen, wo ich hinkomme. Glück. Sehe auch jetzt, wo ich hinkomme. Ich auch. Da ist es. Habe ich hier nicht einen netten Haufen Zeug produziert? Jetzt sehe ich ein Signal. In einem Krater. Das scheint mal gut zu sein. Ja, das sind wir. So. Jesse, was machst du da? Dann Überflug machen und die Bomben abwerfen. Warning, ja. Temperature critical. Da stehen einige. Ich üb das mal mit diesen komischen Finden. Verbindungsfehler beim Eintritt, ich dreh durch. Ja, aber dann könntest du Glück haben, dass du einfach noch nicht siehst, weil das hatte ich gerade vorhin auch. Ja, das gerade Signal hatte ich gehabt und ich war über den Krater. Ja, dann lock dich mal ein, weil dann bist du in der Planetenatmosphäre sowas gerade bei mir. Ich hab einen Escape-Pod gefunden. Toll. Das wollte ich noch gar nicht. Was soll ich denn jetzt damit? Mein Schiff ist vollgeladen. Jetzt habe ich gerade geleert. Ich habe auch noch ein bisschen Bier. Tatsache, ich sehe euch. Boah. Hat nur 5-mal gebraucht. Nur 5-mal gebraucht. Ich bin natürlich. Weiter man weg ist von der Blase. Ich bin natürlich wieder außerhalb vom Planeten. Warte, dann warte ich. So viele Energy Grids. Auch Osmium. Gott, was ist denn hier alles rum? Shields offline. Muss ich aufpassen.
Unsuitable Terrain. So, ich bin jetzt mit dem Sunny in der Instanz. Aber ich nehme mehr ab. Ich bin erst gerade mal offline. RL Interdiction. Na, pfui. Zur besten Zeit. Ja, ich hatte doch eben ein hübsches Plätzchen gehabt. Oh, kommt hier. Unsuit, ah, jetzt. Let's work. Also so bescheißen war das mit den Instanzen noch nie. Er sagt mir Alignment okay, aber ich darf nicht landen. Ein Arsch. Der Untergrund ist etwas schwammig, das ist gemacht. Das ist mir gestern auch passiert, da musste ich, habe ich fünfmal probiert zu landen und er hat einfach den Motor nicht ausgemacht. Und dann musste ich ausloggen und wieder einloggen, dann ging's. Also hoch, runter, links, rechts, ein bisschen rumnackeln und dann geht's auch. Das war bei mir beim letzten Treffen war das so. Also der war auch schon blockiert und dann bin ich durch die Überflüge geflogen. Auch schon? Module repaired. Also jetzt bin ich im Landeanflug und sehe Schiffe. Ich bin ja gespannt, ob sie noch da sind, wenn ich drüber geflogen bin. du hast was verloren. Ja, es kommt noch mehr. Mach uns los. Cool. Schon wieder. Es waren noch mehr. Der Gimmick im Krieg? Da vorne steht eine Anaconda rum, die ich nicht anvisieren kann. Schaltet der Motor nicht aus? Geht bei mir alle in der Luft. Das Rasen. Explodiert denn da eigentlich die ganze Zeit? So, was passiert, wenn ich jetzt einfach dieses Pflasters ausschalte? Also, der Kanister ist auf jeden Fall unsterblich, hat 1% und geht nicht kaputt. Ich lande immer noch nicht. Wer garantiert mir das, wenn ich jetzt rein rausgehe, dass ich da wieder da bin? Probier eine andere Landestelle. Also wir sind jetzt hier schon zu dritt. Da kommen wir einfach dabei, ist gerade angekommen. Wer von euch fliegt eigentlich zur Schack weiter? Ich. Yep. Abacus. Tektum. Ich werde allerdings kurz nochmal nach Hause fliegen und aus mir mal einpacken. Nach dem Treffen werde ich auch wieder zurückfliegen. Ja, hat's ja gleich.
Habt ihr die Mining-Ausrüstung dabei gleich? Nein. Flight Assist auf. Nee, ich muss aber umkehren. Bin ja mal gespannt, wann das endlich mal funktioniert, damit schon. Also so, Universal Cartographics und so weiter. Funktioniert die der Kartographer eigentlich bei der Station schon wieder oder nicht? Noch nicht. Okay. Ist ja noch nicht repariert. Ja. Ich muss mal nachgucken, was zurzeit funktioniert. War ja schon wieder. Unsuitable Terrain. Achtung, eine Anna landet im Automatikmodus. Alle weg. Entdeckung. Ein neuer Krater. Direkt neben Tektum. Der Tektum landet Tektum. Aber noch nicht. Der Tektum findet kein suitable Terrain. Ja, da kannst du ja auch nicht landen, das sind ja Steine. Ob das dem Tektum was ausmachen würde? Alignment, okay. Das ist schief. Ja, so oben. Nö, will nicht. Nö, also kann ich verstehen. Probier's mal 30 Meter weiter vorne. Zurzeit funktioniert nur Docking, Commodities und Black Market. Mhm. State Investment. Das heißt, ich muss auch wieder sicher zurückkommen für die ganzen Explorer-Daten. Und nicht so wie ich das letzte Mal. Rechtzeitig. Wo ist die Idee, dass Chuck am Beagle Point steht, ist man auch davon abgekommen wieder, oder wie? Wie? Ich glaube, noch gefunden. Fake. Ja, aber es war doch der Plan, dass der am Beagle Point quasi steht. Ja, es hat ja nicht funktioniert. Er wurde ja. Wie war die Story? Er wurde UA-bombt. Jo. Oh, hier gibt's ja Niobium auf dem Planeten. Und jetzt will er eine zweite Blase da oben aufmachen. Das ist oft eine witzige Sache. Aber da müsste die zweite Blase bald alle Module haben. Also wie Kartografik oder die Werkstatt Ausrüstungsmenü und so weiter. Also wie. Mhm. Hier haben wir jetzt zur Zeit, lass mal. So, das muss jetzt reichen. 4-5. Ja, fünf. Oh, wir haben schon 5 Tiers. Wir sind Top 10% ist mal auf jeden Fall. Echt? Die sind schon bei der 5. Ja. Da muss ich mich ja beeilen. Erstaunlich, wie viele Leute da mitmachen. Irre. Ein Wunder. Tschüss, Reban. Ciao. Ciao. Tschüss. Okay, irgendwie kriege ich hier nichts und mir geht der Sprit langsam aus. Dann fahre ich mal zurück. Wieso kriegst du nichts? Ja, ich habe jetzt zwei Brocken gefunden, aber. Naja, war jetzt irgendwie nicht prickelnd. Ich habe eben Niob gefunden. Echt? Ich habe gerade mal Nickel gekriegt. Ein Ausbiss und gleich ein Niob drin. Ja, das ist da. Manche haben es halt verdient. Nee. Ich pack da gleich ganz dicke Sachen aus hier. Wer kann denn gut mit seinem SAW gut umgehen? Kann ich den niemand zeigen, weil er ist hochgegangen. Nachdem ich gerade 18% verloren habe, weil ich über den Hügel gefahren bin, würde ich jetzt mich auch ausschließen. Es geht um reines Fahren. Wen blockiere ich denn jetzt gerade? Nach oben. Das ist oft hier rumzutrudeln, macht auch Spaß. Ja, komm mal nicht so nah. Ja, steckt mir hier aufs Dach. Na komm, das Sandwich, lecker. Flight Assist on. Du hast da was Gelbes kleben. Unter dir. Was Gelbes? Hm. Ja, Pippi gemacht.
Sieht aus wie eine Flüter. Oh, schmeiß ich mal auf die Anna hier ein paar Waren drauf. Was passiert? Also ich nehme mal als goldener Keil dazwischen. Der Kuscheliger, das was ihr da macht. TC auch noch keinen Parkplatz gefunden. Wo sind die jetzt hin? Ach. Dahinter. Sind dahinter gelandet. Oh mein Gott. Landing successful. Es geht doch. Ich stehe hier auf Bedienfeder. Hast du denn abgebrochen? Stromerzeuger. Ja. Du wolltest auch zu Jack Station. Du wirst auch erstmal wieder zurückfliegen, ne? Ja, ich will ja meine Ausrüstung mitnehmen oder zumindest ein bisschen Osmium oder sowas. Aber ich muss den anderen 700 Tonnen hier auch noch loswerden, 150. Schmeiße doch auf einen Streich ab, das wird geil. Mach ich jetzt auch. Lass uns das mal sehen. Au, au! Wenn jemand 150 Tonnen braucht. Ich weiß dir denn. Welche Ast kuschelt denn da mit Chassis rum? Boah, hier explodiert schon wieder. Nein, nein, das ist meine Anna muss drauf. Ich glaube, er reicht. Das ist wohl einer von denen, die ich nicht sage. So, jetzt habe ich wieder knapp 50 Lichtjahre Reichweite. Oh, Respekt. Ich habe auch rausgeschmissen, damit wieder fast 40 Lichtjahre Reichweite mit der Hasbro. Damit kann ich morgen zurück, ein bisschen meinen und wieder herfliegen. Wieder voll weiter fliegen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Tag. Hi. Was ist denn los? Was geht denn hier? Kuschelt das so viel bei den Hasen. So macht er mich jetzt eben gesehen. So viele waren ja nie gleichzeitig hier auf dem TS. Doch. Weiter? Am vorigen Dienstag. Ja. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Ferien war. Okay. Das. Trust is offline. Also landen ist hier wirklich furchtbar auf dem Planeten. Ist ja putzig. Ich habe einen von diesen Bronze-Chondriten zerstört und ist nichts gewesen. Ja, das hatte ich auch schon. Es kommt immer, wenn schlechte Instanzen sind. Zwei Linien oben. Flugverkehr auf dem Planeten. Trust is online. Module repaired.
Ach du Schande, viele Kanister. Treibt ihr euch alle auf dem Planeten rum oder seid ihr irgendwo in der Galaxie verstreut? Nö, ich glaube. Wir sind alle. Jetzt weiß ich's wieder. 2000. War ja was. Ja, da war ja genau. Was. Genau. Gar nicht eigentlich. Oh oh. So gut wie gar nicht. Das ist so. Sag mal, wieso fliegen die SRVs hier immer 10 Meter über der Erdoberfläche? Bei dir auch? Bei mir auch. Weil die können. Und die springen durch die Gegend hier, das ist echt. Du bist dafür in der Erde, oder? Nee, ich bin auch auf der Oberfläche. Ist schon sehr interessant mit den Instanzen. Aber aus dem Schiff sieht man diese Fahrspuren aber nicht von den SRBs. Doch, die sieht man auch auf dem Schiff eigentlich. Ich orientiere mich immer daran, wenn ich so eine Site finde, wo mehrere Container einzusammeln sind. Dann rufe ich nämlich mein Schiff immer, fahre dahin und fliege mit dem Schiff den Spuren nach wieder zu dieser Fundstelle, damit ich nicht mehr so weit fahren muss, um die ganzen Container einzusammeln. Ah, also eigentlich sieht man die. Nee, eure Spuren nämlich nicht, aber ihr schwebt ja auch alle über dem Boden bei mir. und wie weit kannst du da fahren, bis die verschwinden? Also ich weiß, also wie weit jetzt wirklich, also teilweise ist das Schiff ganz schön weit weg gewesen, also die Spuren waren immer noch zu sehen für mich, da konnte ich wunderbar meine Spuren wieder hinterherfahren, da wieder landen, wo die Container liegen. Aber nach dem Ein- und Auslocken müssten sie weg sein, oder? Bleiben die wirklich? Ich glaube, nach dem Ein- und Auslocken sind die weg, wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich finde es interessant, dass die überhaupt so lange viele Programme, die rechnen die ja bloß ein ganz kurzes Stück und dann verschwinden die. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Instanzen richtig hinkriegen. Wir müssen beim Einlaufen nicht immer weg sein. Wo ich mal mit Shiny getroffen, da war der. Der ist mir dann verschwunden und seine Spuren blieben. Ja, für dich. Aber ob er sie noch sieht, wenn er wieder reinkommt? Ja, dann nicht mehr sehen. Er hat dir seinen Müll abgeladen. Furchtbar. Hier sind jetzt so viele Spuren, da wird sie nichts mehr wiederfinden. Nein. Hi. Nächste SRV. Ja. Wir sind da extra. Ah, das war's bei der SSV. Aufgekommen, zack, bumm. Ja. Mit fünf Posttüren. Mit vollen Schilden und noch, weiß ich nicht, 80% oder so. Wow. Wo bin ich jetzt? Im Schiff wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin im Schiff, aber hier ist komplett schwarz. Ich hab das nicht zu bewegen. Ah, jetzt sind wir. Explodiert jetzt gerade die 100 Tonnen. Der große Krieg. 80 Kilometer vom Planeten. Krieg. Alter, was geht hier ab? Das explodiert überall. Ich seh nichts, was explodiert. Das ist ja dieser Container. Ist in einem Krater drin. Die Container verschwinden und bringen aber die Explosionsgeräusche. Ich bin nur 150 Tonnen von dem her. Der Witz ist, ich sehe sie aufploppen und verschwinden. Das heißt, die Kanister, die einzeln sind, auch unterschiedliche Instanzen. Yeah. Good job. Muss man nicht verstehen. Band. Geht mein Schiff eher auf der Oberfläche oder im Boden? Wer war das? Du stehst halb im Boden. Warte. Ja, super. Wieder mal. Ja, Explorantur auch. Das ist komisch. Kein
eine halbe Instanz. Such hier das Bier und find Power-Generatoren. Oh, was bin ich mit Sunny in der Instanz? Wieso ist Heterobalm nur 50%? Ach, was ist der SRV? Was bin ich rausgeflogen? Ich finde euch leider nicht. Ja, warst schon fast da, ne? Mehrfach. Ja. Das ist ätzend heute manchmal. Über Dienstags. Das letzte Mal hat das besser gepasst. Ah, hier draußen sehe ich aber zwei Schiffe. Was haben wir da? Anaconda und Esp. Sunny und Spardite. Ja. Ich war gerade eben noch bei den anderen. Pass auf, dann löse ich mal den Ring auf und lade nochmal euch zwei ein. Vielleicht hilft es. Warte, ein bisschen vorbei ist. Übung. Jesse macht heute irgendwie Yoga in der Luft, habe ich das Gefühl. Oder das Landegestell ausgebaut. Jo. So. Spiderhead war das, gell? Ja. Yep, Spiderhead, Sunny und Mokel. Bin ich nicht in der Liste. Okay, mache ich nochmal. Ja. Jetzt stehe ich auf dem Nomi. Ihr rollt ein Rad? Wir rollen Rolle jede. Auch lang sie nicht überholt. Warte mal. Cool. Kann man jetzt einsammeln? Mal kurz auf meinen Rücken. Yep. Produzierst gut rum. Die dürften sogar grün sein, das kann mal jemand, das muss ich mal aufnehmen. Mal gucken, ob es klappt. Blau, das sind deine. Na, grün, ich seh da einen grünen Schirm. Ah, okay. Grün und blau. Axel, du auch so weit weg. Der ist unterwegs. Das ist auch interessant. Rabbit ist eben ziemlich weit weggefahren mit dem SRV, um sein Schiff zu rufen. Und wo landet das Schiff? Hier bei euch, mittendrin. Ich habe eigentlich gedacht, ich vermeide das lieber, bevor er was schiebt. Ich sollte unbedingt ein bisschen Eisen finden. Eisen finden? Das sollte auf diesem Mond nicht allzu schwierig sein. Was übertragen könnte, könnte ich dich damit zuschmeißen. Die drei Stück, wo ich jetzt aufgeballert habe, hatten es nicht. Ciao, Reaper! Ein fröhliches Arbeiten. Dann, mach's gut. Tschö, tschö. Bitte. Bye, bye. Was passiert denn hier so dramatisch? Ist es normal, dass ein SRB qualmt? Ja. Fahrwerk. Oh. Kriegt der trotzdem Schaden? User disconnected from your channel.
fahren wir dann. Ja, das mit dem Qualmüll her vorne ist neu. Das kenne ich noch nicht. Ups. Wow. Rückwärts springen ist doof. Jetzt brauche ich mal langsam Reparatur. Ich glaube ich doch mal wieder. Könnten wir mit ein paar Funktionen zerbrechen noch den Schriftzug der EOT mit den Spuren nachbilden? Das ist natürlich auch eine Aufgabe. Können wir machen. Leider kann ich es von oben nicht kontrollieren, weil ich eure Spuren eben nicht sehe. Das müsste jetzt jemand anders machen. Jetzt ist es auch gemacht. Hey, Sunny, wer ist das? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen abseits gehen, weil die Spuren in unserem Lager sind ja wahrscheinlich eh schon recht häufig und zahlreich. Ich habe 60 Kilometer vor Hand. Der mich nicht reinspringen lässt. Mal drei SHB zu mir rüberkommen. Wo bist du? Ja, seid ihr. Hinter Jesse. Okay. Wem gehört diese gelbe Python? Angenehm, Tekton. Hallo, auch angenehm. La 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 la. Wem gehört dieses Raumschiff, wo ich gerade einen Kratzer gemacht habe? Wo die Spuren dann beginnen. Also ihr müsst am besten dann Gas geben, hinfliegen und dann die Spuren beginnen. Ja. Soll ich einfach mal ein E machen. Hör mal auf mit deinen Lasern jetzt hier. Sehen wir doch unsere Spuren nicht. Ein O ist ja ganz leicht, ne? Einfach in eine Kurve fahren. Ja, das Problem ist, reinspringen, Kurve fahren und wieder wegspringen. Genau. Ohne langsamer zu werden. Das Ganze noch rückwärts. Ich sagte, ich kann eure Spuren nicht sehen, weil ihr über dem Boden schwebt. Ich guck mal gleich, was ich mache hier. Was wird das jetzt? Unter erschwerten Bedingungen jetzt mit Laserbeschuss hier, oder was wird das? Dann zeigt ihr dir den Weg. So, jetzt habe ich einen geraden Strich gemacht. Ich mach mal ein E. Müssen wir anders mal kontrollieren? Nicht schlecht aus. Stopp. Das reicht. Ja. Jetzt fahr ich zurück. Bin gerade in der Außenkamera. Nomi. Lass mal lieber. Mit der Außenkamera geht das ganz gut. Ich habe leider kein SAV mehr. Ich bin schon lange wieder drauf. Noch ein SAV, der einen Buchstaben machen will. Da müsste ich ja meinen Logenplatz. Auch den Logenplatz auf der Python loswerden, bitte. Naja. Werf den auf meiner Python. Also, wie wir das reinsprechen, dann oben malen und wieder rausspringen, oder was? Wenn du das kannst, ist gut. Hätte vielleicht auch lieber mit dem E anfangen sollen. So, steht die senkrecht, waagerecht? Ja, okay. Ich sehe leider keine Buchstaben, sie sind besser wie in der Luft fahren. Ja, klar, kein Ding. Also bei mir fährt es mal auf den Boden, dann schwebt es wieder. So, das sieht auch gut aus. Dann muss ich nur noch den Mittelstrich treffen. Problem ist nur, bis du fertig bist, ist der lange erste Balken schon wieder verschwunden. Connection.
Nö, das glaube ich nicht. Echt, bleibt er nicht stehen, meinst du? Aspli. Bundesraster. Schon weg, der erste Strich. Wunderbar. Ich glaube, ich habe es auch zu euch geschafft. Ja. Eine was blippt? Oh shit. Zu viel Gas gegeben. Weiß nicht, wo ich jetzt gespawnt. Stimmt, der eine Strich ist schon wieder weg, das wird nichts. Oh, ist zu schade. Ja, die geht tatsächlich schon länger, als man denkt. Obwohl hier kein Wind ist. Als man ein E mal. Nicht mal ein E kriegt man. Naja, das können wir wohl vergessen. Okay, dann nicht. Besten Dank. Versuch was wert. Ja, yeah, der Muckel ist da. Nächstes Mal mehr Fässer mitbringen. Deswegen bin ich gerade rausgeflogen. Das verstehe ich. Mit GT9. Kann natürlich sein. Oh, ich brauche Treibstoff. Das sind immer noch die Container, die da explodieren. Lösen sich ja langsam auf und irgendwann pum. Dann löse ich den Wing mal auf, ne? Weil du weißt nicht. Ja, das sagt man sich muss. Multiplayer, Online-Spiel kann man es nicht Multiplayer spielen, weil. Instanz funktioniert. Trust is zu kommen. Ohne dich anzubauen. Ja, okay. Wenn mein Buggy platzt. Scheiße, nee. Egal. Emung zurück. Du willst auch weiter zu Chuck, ne? Jo. Ich muss erstmal wieder zurück reparieren, alles in Ordnung bringen und dann kann ich Richtung Chuck. Oh! Der T9 ist da! Volle Waffen! Schön chemische Manipulatoren! Touchdown! Hey, Mokel! Jo, hey! Hm. Oh! Meine Anna ist weggeflogen, deswegen... Gleich mal den T9 bestiegen. Nächste haltbar hat jetzt eine Kohle auf, eine goldene. Oh, jetzt haben wir einen. Nice. Nach. Reinhard, man, einen Tick vorher. Beinahe. Ich habe ja auch manchmal schon Stück vor. Den Zick mit seiner kleinen Zeit weiter hier mitzunehmen. Ruckeback. Wer kommt da hinten noch an? Ui. Könnte da jemand mal vorbeikommen und einen Tektum anstupsen? Der macht einen auf Käfer. Ich hoffe, den einladen.
Hi Sigma. Servus. Geil. Sehr schön, Sigma. Spot, du bist im Ding, im Open. Ach, laut Anzeige. Ja, dann ist das jetzt der gleiche Bug. Ja, hatte ich ja vorhin auch irgendwie, dachte ich, naja. Oh, da liegt einer auf der Seite. Ja, ich sagte doch, ein Tektum braucht Hilfe. Ja, dann schau mal, wie du wieder raufkommst. Neuer Versuch. Gut. Dankeschön. Bitte. Die Seile, die Cluster nicht konfiguriert, dass du drehen kannst. Wenn du nicht am Schiff dran bist, geht's nicht. Genau. Dann fährt er die Dinger ein. Also jetzt steht Code Gateway Kalle. Bitte. Schleudert mich mal hoch, Numi. Ja, schade. Unten nicht, du warst nicht über mir. Ja, nee, irgendwie habe ich dich verfehlt. Warte, ich mach nochmal mein Ding heil. Sind alle. Die sind ausverkauft. Keine Menge. Daneben sind aus. Genau. Geht bei euch jetzt immer noch, dass ich im Open wäre? Gib's auf. Ich jetzt bleib mal ohne. Was macht ihr denn da? Da hocken ja zwei Kerls drin. Du hast, du hast einen Schrottplatz gefunden. Im unteren Cockpit ist gar keiner. Diese Refuel-Synthese, wie viel füllt die auf? Einmal voll oder wie? Ja, voll. Das heißt, ich sollte das so spät wie möglich machen. Okay. Bin auf 25% runter, aber das mache ich dann. Einmal auffüllen kann ich. Das war's dann aber auch. Länger brauchst du heute wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann geht's ja eh zu Schack. Da muss ich mich eh beeilen. Da ist nichts mit Rumdüsen zwischendurch. Man kann ja aber verschiedene Qualitäten von Sprit herstellen. Was passiert denn, wenn man die anderen kann nur den besseren? Moment, das steht da. Die halten, glaube ich, länger. 50% länger. Das nächste gibt ja Bonus 100% Fuel Efficiency und das höchste gibt 200%. Also das heißt, das hält dann einfach. Genau. Nomi, jetzt stehe ich auf dir. Juhu! Jetzt auf. Oh. Jetzt geht er einfach hoch, wenn ich drauf springe. Nee. Schade. Ich dachte, das hält ein bisschen länger. Seht deine Eisenteile vom SAV. Sehr schön, wie die da fliegen. Ja. Ja, der Klampke. Immer noch drauf? Nee. Vielleicht mein Gerinder, ja. Oh, okay. Das heißt, wenn du hochgehst, dann gehst du drauf. Jo. Du hast mich einmal so hochgeditscht wie so einen kleinen Ball und dann bist du nochmal an mich ran und das war's. Da war der Impact einfach zu groß. Ja, genau. Okay. Du musst echt ganz, ganz extrem vorsichtig steuern. Ah. Wow! Das war ein Rabbit oder was? Immer die Rase. Das war ein Rebel, ja. Ich ja, vor, das ist links. Falsche Rase. Da sind noch die ganzen Kollegen.
Transporter. Das könnte ich auch sein. Mit dem zweiten Account. Ich versuche den gerade auch reinzukriegen. Ach, guck mal an. Ach, da wollte ich dich immer was fragen. Wie genau spielst du? Du bist das wirklich so Multibox-mäßig, oder? Also beide gleichzeitig? Ganz banal. Ich habe zwei PCs und zwei Joysticks. Ja, gut, bei Hände. Quasi Multibox. Ja, leider nur zwei Hände, deswegen muss ich immer wechseln. Das ist ein bisschen doof. Aber ich kann den zweiten Account nicht mit den Füßen bedienen. Also keine Dogfights möglich, ne? Gut. Da musste man unseren Icho fragen mit seinen vier Händen. Stimmt, der müsste das können. Mehr hat's gut. Also ich brauche bei meinem zweiten Account nur, wenn ich die auf einen Rechner laufen lasse, einfach nur die Fenster wechseln und da kann ich meine Joysticks ganz normal benutzen. Ja, das ist richtig. Stehe übrigens über dem T9-Pilot. Du musst ja nur noch ein Programm machen, was schnell genug die Fenster wechselt, da kannst du mit beiden gleichzeitig fliegen. Ich hab drei Monitore, ich kann dann auf die Monitore jeweils einen Account laufen lassen und brauch dann nur mit der Maus anklicken, welche ich fliegen will. Ja, wunderbar, wenn dann hast du deinen. Soll ich sagen, Storage Account. Ich hab ihn jetzt erwischt, jetzt hab ich den 9 erwischt. Aber mit einer FTL würde ich nicht herausfliegen. Machst du nicht kaputt? Hab ich nicht vor. Du! Columbus, hast du dein Signal an? Jo, ich hab gerade Schwierigkeiten, euch wieder zu finden. Ah, okay. Gut. Ich kann mich jemand einladen? Bob, geht's jetzt? Hast du unser Signal? Also ich hab mein Signal. Ja. Hier draußen fliegt der Jimbo. Warte, geht gleich los. Ich hab gerade noch Cooldown hier. Dann warte ich noch ein klein bisschen. Nicht, dass es sich wieder raushaut, wenn ich rausgehen möchte. Weil ich werde mich da mal in die Haie machen. Immer bevor alle gehen, noch mal ein Gesamtsprung machen in ein bestimmtes System. Wenn wir das bei der Distanz-Expedition. Das kann man machen. Da hätte ich auch Bock drauf. Oh, ja. Eine muss halt bleiben und filmen. Ja, ich mach das gerne. Da müssen wir das aber jetzt machen, weil ich muss auch gleich in die Haie. Gut. Okay. Oh ja. Das ist Moje CRP B47-1. Was? Oh, ich muss ja erstmal wieder zu euch kommen. Ich muss erstmal ins Schiff zurück. Okay. Warte, ich lass mich noch kurz zu euch kommen, denn das wird ein super Ende für das ganze Video. Oh ja. Was denn? Das ist auch wieder was ich posten kann. Also bitte irgendwo hinstellen. Oder wenn einer von euch was Cooles findet, also ich twitter es gerne, ne? Mhm. TRP? Das ist alles ein bisschen über die Erde. Kannst du das Zielsystem unten im in den Chat schreiben? Dann können wir das damit per Copy and Paste. Okay, mach ich. Kein Problem. 16,9 Lichtjahre weg. Einfach in der linken Liste gucken. Ach, oder DRP. So. Smoothie DR-P B471. Ja. Ich brauch's ja eh nicht, wenn ich's gleich filme, aber... Schreib's nochmal in den Chat. Okay, 16,9 Lichtjahre links im Zielmenü geht natürlich auch, weil das denn der einzige mit genau 16,9 ist, ja. 16,9. Bitte, wo gebe ich das bitte ein? Links in der Navigationsliste. Doch schon drin. Direkt raussuchen. Steht bei euch 16,9, bei mir 18,1, aber es ist hey, jetzt dieses System auch. Nee, 16,9. 18,1. Smoljur DRP B47. 1. DR-P. Doktor P, nicht Chromium P. Doktor einfach. P. Einfach also, schön durch den Planeten 60 Sprecher wegspringen. Da haben wir kein Problem mit dem Abflug.
Was, wollt ihr vom Planeten aus springen dann? Genau. Also, wo wir hin müssen. Ich hab noch 20 Kilometer, bin gleich wieder da. Die Frage ist natürlich, ob er von hier aus direkt anvisierbar ist. Ich hänge gerade hinterher. Wo habt ihr das hingeschrieben? Er ist direkt im Fluchtkorridor. Wo habt ihr das hingeschrieben? Gar nicht schreiben. Gar nicht schreiben. Du drückst die 1. Gehst in die erste Spalte, wo die ganzen Planeten untereinander stehen, und dann gehst du runter auf den, der 16,9 Lichtjahre weg ist. Delta Romeo Paula, okay. Ups. 16,9, ne? Genau. Gut, erledigt. Ab in Orbit, oder wie sehe ich das? Ja, ne, wir machen das von hier unten, oder? Okay, ich bin schon mal in der Luft, kann ich ja nicht sagen. Der Mars-Lock muss noch weg, dann kann man das machen. Mars-Richtung, Chassis sammeln. Ja, genau, einer muss die Führung machen. Chassis ist schon weit draußen da oben schon. Also da sammeln wir alle hinter Chassis, oder wie? Okay, dann zu Chassis, nun rotier da mal nicht so rum, sondern... Begib dich in Position und bleib mal stehen. Wir sammeln uns um dich rum. Alles klar. Hey, weg. Er ist eh nicht weg. Keine Angst. Steh da. Ui, wer kommt denn hier direkt vor mich? Das war der Held. Ups, das war zu schnell. Entschuldigung. Ich muss schon mal runter drehen. Der hat den Frameshift schon aktiviert hier. Sieht hübsch aus. Moment, ich muss hinten dran. So, ich bin schön hinten, das ist gut. Ja, du musst runterzählen, Jim. Ja, ich bin alle. Okay, dann laden wir jetzt. Leute, durch. Passt auf, es ist doch nicht statt. Kann ja noch einer vorfliegen und den Empfang filmen, das wird bestimmt lustig. Boom, wie sie alle in die Sonne knallen. Wir laden auf und du sagst, ne? Sind alle da? Okay, jetzt bin ich auch da. Ja, ohne Schub, nur den Frameshift laden. Ja. Und wenn alle fertig sind, lade. Den FSD laden, okay. Laden. Kein Schub, aber den FSD laden. Fertig. Fertig. Vectum fertig. Hoshi fertig. Fertig. Sigma fertig. Rebic fertig. Aber fertig. Alle fertig. Explorer fertig. Okay. Auf los geht's los. 3, 2, 1, beschleunigen. Geil. Ich cool. Wow, geil. Gut, hervorragend. Das ist auch ziemlich cool, dass also gerade die ASP-Sonne vorbeigeflogen sind. Bin mal gespannt, ob wir auch alle dort ankommen. Ja, oh, die kommen ja alle an. Viele Leute hier. Geil. Sieht lustig aus. Das ist lustig. Cool. Sind tatsächlich alle, mehr oder weniger alle angekommen. Ja. Und gut vor aus. Allem alle in der Substanz, wie das aussieht. Das ist ja lässig. Also wenn sich die Instanz wohl erstmal irgendwie gefunden hat, dann scheint die dann auch stabil zu bleiben. Ja, bei der WDI hat es nicht ganz funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt. Ich komme auch mal zu euch, mal gucken, ob ich euch alle da wiederfinde. Ja, genau. Geil. Also es war richtig hübsch, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, wenn du es auf YouTube oder so hast, dann gib mir Bescheid, dem Abacus, eine PN oder sowas, dann switche ich das wieder. Ja, stimmt gut. Kommt eh ins Forum. Wunderbar. Ja, aber nicht, dass es verpasst. Wobei, das kommt ja eh in den Thread, ne? Ja. Das wirst du nicht verpassen. Glaube ich auch nicht. Ein schöner Abschluss. Ja, super Sache. Ja. Sehr schön. Ich hab euch alle wieder geil, einfach. Sehr schön. Hat mich gefreut, sehr, sehr hübsch. Bleib mal gescannt. Das hat Spaß gemacht. So, dann muss ich erstmal wieder zurück in die Bubble.
Rebecca ja. Sagt dann auch gute Nacht. Ja, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Explorer-Treffen. Ja, ja, los, sag ich auch. Guten Nacht. Ja, guten Nacht. Guten Nacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. User disconnected from your channel. Ui, alt ist aber. Lustig, ja. User disconnected from your channel. So viel zu planen. User disconnected from your channel. Auch hat doch halbwegs funktioniert. Ja, man, aber mein Server ist kaputt gegangen. Ja, meine auch. Ja. Erstmal wieder kurz zurückfliegen, mich wieder aufladen, reparieren. Ja, es hätte schlecht aus sein können. Ja, geben wir noch nebenbei die Sachen in Nico ab. Tut unserer Fraktion gut. Mache ich dann auf dem Rückweg, wenn bei Schack der Kram noch nicht aktiviert ist, gebe ich die ganzen Explorer-Daten dann auf dem Rückweg ab. Das schadet nicht. Ich muss jetzt erstmal FSD zu pünden gehen. Ja, die Engineers, das steht mir noch alles bevor. Ja, ich konnte das auch machen, aber kurz. Wie bitte? Hast du noch nichts gemacht mit den Engineers? Oder? Ich kam noch nicht dazu. Ich war ja. Ich habe auch noch nicht ein Ding gemacht für die scheiß Engineers. Ich war ja komplett in den Dangerous Games drin. Das heißt, ich habe geschrieben und gemacht und Fragen beantwortet und Geschichten übersetzt. Ich hatte null Zeit, da großartig was zu machen. Also, ich habe bis jetzt gar keine Ahnung. Ja, gut, ich meine, ich habe ein bisschen was zu jedem Community Goal während der Dangerous Games beigetragen. Das war's dann aber auch. Und das nächste, was wo ich jetzt wieder spiele, ist jetzt hier für die Explorer-Treffen. Und jetzt geht's zu Schack. Ich habe auch nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Ich hoffe ja, dass diese Tour endlich reicht, dass ich meinen Explorer-Elite bekomme. Ich bin gespannt. Nein, es wird höchste Zeit. Wie viel hast du? 61% Ranger. Pioneer. 29% Pioneer. Das wirst du auch schöne Sorgwolken. Ich fliege aber nicht nach Schack, ich fliege jetzt wieder zurück. Also, ich glaube, das hierher und wieder zurück, das reicht lange nicht, befürchte ich. Bei mir sollte es reichen. Mal gucken, also ich scanne ja zwischendurch noch die Sonnen mal mindestens und wenn ich was halbwegs lohnendes sehe, dann nehme ich das auch mit. Ich bin bei mir, wenn ich auf dem Weg zum Imbiss jeden Tag einen Umweg mache, kriege ich so. Bei mir dauert es noch ein bisschen länger. Ja, 9 Millionen fehlen mir noch. Ja, das hast du ja bald. Also da kann man ja die Prozente, glaube ich, so ziemlich in Millionen umrechnen bei Pioneerern, ne? Das heißt, mir fehlen noch 40 Millionen. 39. Was 1% ist 1 Million. Ja doch, beim letzten vom Pioneer auf der Titel schon. Kann man ungefähr rechnen, das stimmt. Ja, das kommt ziemlich genau hin. Ach, also cool. der letzte Schritt bei allen Rängen ist völlig irre. Vom vorletzten auf den letzten. Der Pioneer ist so viel wie alle anderen vorher. Und das Doppelte. Ich bin Pioneer geworden mit 80. Drunter. Also ich war unter, ich hatte 70, 80 Millionen. Ich glaube 77 oder 76 Millionen waren es, als ich von Sagittarius zurückgekommen bin. Ja, wenig war es bei mir auch. Und jetzt bin ich bei 87 Millionen und 29%. Also das waren jetzt 10 Millionen für knapp 30%. Ja, und ich habe, wenn ich gut mal schauen, also ich habe... Ciao Leute! Ciao! Vielleicht haben sie auch irgendwas geändert an den Daten. Mag alles sein. Aber so habe ich es in Erinnerung, dass man vom vorletzten auf den letzten das ziemlich genau so rechnen kann. Müsste ich auf jeden Fall nochmal irgendwie. Ja, so auf dem Rückweg vielleicht doch nochmal nach Bamboi. Von Chuck. Mal wieder Strichliste. Von Chuck ist Bamboi. Ja nicht weit. Von genau. Chuck hast du jede Menge Neutronen. Ja, einfach über 1000 einfach fliegen, auf minus 1000 und dann hast du Neutronen. Wenn man schon so weit draußen ist, kann man das ja mitnehmen. Ja, es gibt so viele Cluster, Bamboi braucht kein Mensch.
Es gibt bis Wamboy gibt es zig Cluster. Als ich zurückgeflogen bin und sage, ah, da war der Dunwal, dann Dunwal, Zunual oder so, keine Ahnung, und dann Wamboy. Also das waren sind die irgendwo gesammelt, die Cluster? Die sind alle auf meinem Weg gewesen bei mir. Nein, nein, ich meine, sind die im Forum? Achso, ja, Übersicht, Explorer-Übersicht haben wir doch. Ah, okay, alles klar. Müsste das schon sein, ne? Aber du brauchst eigentlich keine Übersicht. Was für Cluster? Neutronenstern-Cluster. Ja, bei Jugglers gibt's ja auch zuhauf. Na gut, wenn es die bei Chuck gibt, dann also von Chuck zurück habe ich fast 8000, 9000 Lichtjahre bin ich durch Neutronenstern geflogen. Nachher wurde ich dann nicht, aber ich konnte immer noch Neutronenstern finden. Mhm. Dort vor Ort ist alles ziemlich viel. Man muss nur unten auf ca. Naja, minus 1000 bleiben. Das kann manchmal sein, dass du eine kleine Lücke hast. Dann nicht durchstarten, das habe ich mal aus Versehen gemacht, sondern einfach ein bisschen weiter fliegen, dann geht es gleich wieder los. Ja, okay. Muss ich mir dann anschauen, wenn ich da bin. Ja, man kann einfach mal die Karte einschränken und ein bisschen durchfahren. Ja, nur runter. Oder hoch geht beides. Oder hoch. Okay. So ein kleiner Umflug am Schlag. Runter. Ah ja, der Heimflug, mal sehen, was man noch so entdeckt. Genau. Wobei auf dem, also auf dem Herflug hierher fand ich sehr krass, dass an jedem zweiten, dritten Stern schon Name dran war. Also das fand ich echt. Dafür, dass man ja schon ein paar tausend Lichtjahre weg ist, fand ich das sehr krass. Ne, bei mir war es andersrum. Ich würde sagen, ich fand es krass, dass so wenige noch nicht erforscht waren. Das fand ich schon erschreckender. Das ist der gerade Weg ins Zentrum. Stimmt, wir sind gerade mal 3000 Lichtjahre weg und. Ja, aber also, wir sind. Normalerweise hat es aufgehört, wenn man ungefähr 1000 Lichtjahre weg ist, aber das ist natürlich der Sengei-Weg irgendwo noch, klar. Der ist natürlich viel geflogen. Und wir sind auf dem Weg zu einem Nebel und die Nebel sind so gut wie ja, alle. Ja, die Nebel sind natürlich Sightseeing-Sachen, ja. Also, hier kann die Custom Guides-Expedition durch. Also, die haben auch noch ihre Spuren. Ah, okay. Wobei, wenn du jetzt rückwärts und ein bisschen runterfliegst, dann kannst du auch noch Unentdecktes bis 500, 600 Lichtjahre finden. Na gut, jetzt muss ich erstmal rechtzeitig nach Schack kommen. Ja, also als ich von Schack dann zurück bin ich mich unten so bei minus 900 als weitergeflogen und dann. Also ich habe bis 600, 500 Lichtjahre vor der Blase, habe ich noch unentdeckte Wasserwelt und so dran. Ja, Planeten waren nicht alle gescannt, aber die Sonnen waren fast alle gescannt, wo ich jetzt vom Waypoint 2 zum Waypoint 3 bin. Das also ich war ja da, ich konnte nur. Wer war das? Das war ich bestimmt. Name, ich hab's gerade nicht erkannt. Jimbo, nein, deinen Namen habe ich nicht gesehen. Das waren andere. Ja, man soll es nicht glauben. Der Wahnsinn. Lustig war ja, als ich bei Chuck war und dort ein Leben gekämpft habe, den Planet von Kui gefunden habe. Tja. Aber ich nehme an, der Nebel wird inzwischen dort abgegrast sein, oder? Naja, ich werde es sehen. Also da kann ja alles weg sein. Also, gut, wann waren wir da? Das ist jetzt ein. Nachdem die Station entdeckt wurde. Ja. Da gab es doch etliche Systeme, die unentdeckt waren. Also, ich habe da einige. Da konnte ich zeitlich noch nicht, sonst wäre ich auch gleich dahin. Und dann habe ich natürlich das Explorer-Treffen gesehen, war klar, okay, das muss ich vorher machen. Aber Chris, wie lange bleibst du denn bei Chuck? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung.
Also, ich will jetzt erstmal rechtzeitig hinkommen, bevor es vorbei ist. Mehr habe ich noch nicht geplant. Gute Einstellung. Wieso? Na, ich bin ja auch noch auf dem Weg, aber Lago ist ja noch 33.000 weg von Chuck, von der anderen Seite. Ach so, der ist ja ganz weit weg, ne? Der muss ja erstmal Waren holen, ne? Der fliegt einfach so hin. Oder wir schmeißen ihm ein paar vors Schiff, damit er auch was verkaufen kann. Geht ja auch. Lässt sich alles machen. Natürlich, ich wahrscheinlich. Vom Kanister, genau. Gucken wir mal, was sich machen lässt. Ich brauche da auf jeden Fall noch ein paar Wochen, also da werden wir uns bestimmt verpassen. Ja, die Frage ist, wie lang läuft das jetzt noch, ne? Ja, das ist schon ungefähr 2 Wochen. Naja, also bei dem Tempo mit dem Schiff, wo ich gerade bin, werde ich wahrscheinlich mindestens 10 Tage brauchen. 11, 12 wahrscheinlich eher. Also das wird verdammt knapp. Das wird knapp, das glaube ich auch. Da muss ich jeden Tag fliegen, weil mit der Jump Range, die ich gerade habe, ist da nicht viel zu reißen. Was hüpfst du? Ungefähr 20. Ja, okay, das ist. Aber du fliegst doch jeden Abend 4 Stunden, dann geht's doch. Nee, ja, das muss ich jetzt machen. Kein Forum mehr, es muss geflogen werden. Ja, das ist dann rasch. Ja, ein Bildschirm Forum, ein Bildschirm Elite, geht doch. Ich brauche einen zweiten Bildschirm. Ich schaue schon die ganze Zeit nach diesen größeren 4K-Schirmen, aber ich habe noch keinen gesehen, wo ich sagen würde, genau den will ich. Ich würde ja gerne einen ISO haben, aber da gibt es noch keinen. Gut, wäre natürlich auch eine neue Grafikkarte fällig, aber wenn es so einen Schirm gibt, ich glaube, dann würde ich sofort schwach werden. Also ich habe meinen 4K wieder ausrangiert und habe wieder 3, 27. Echt? Wie groß war der? Ein 40er. Holla, sowas tauscht du ein? Das war ein Fernseher, ne? 40er Monitor gibt's ja nicht, oder? Nee, war ein Fernseher, Monitor gibt's ja nicht. Okay. Oder nicht bezahlbar für meine Verhältnisse. Ja, ich glaube, 40 Zoll Monitore gibt es auch nicht. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist so 32 Zoll. Nee, ich glaube, ich habe schon was von 37 gelesen und noch größer teilweise, aber das sind Preislagen jenseits von gut und böse. Ja, das ist komplett irre. Und ich habe jetzt wieder 3,27er stehen und das gefällt mir wesentlich besser. Okay. Ist wohl auch eine Geschmackssache, aber mir... Ja, bestimmt. Ich kann damit mehr variieren. Ich kann ja jetzt das Spiel komplett über alle drei laufen lassen. Ich kann zwei Instanzen von Elite jeweils auf einen Monitor laufen lassen und kann auf dem dritten dann immer noch einen Chat laufen lassen. Also ich habe da mehr Möglichkeiten. Also für mich ist es schöner. Ja, okay, einen zweiten Monitor, wie gesagt. Also den ich jetzt habe, würde ich nicht wegschmeißen, sondern dann als zweiten Monitor nehmen. Das fände ich sehr nett, weil wenn man so das Forum oder ein Chat oder irgendwas noch drüben aufhaben könnte, das wäre schon schön. Mal gucken. Läuft ja nicht davon. Im Gegenteil, es wird ja eher noch billiger in Zukunft. Ja, hoffentlich auch besser. Also ich glaube, auf OLED darf ich noch nicht warten, das dauert noch. Da hatte ich ja eigentlich gehofft, dass das schneller geht, dass endlich OLED-Schirme rauskommen, aber irgendwie schleicht es nur so vor sich hin. Das wäre natürlich gerade für so ein Weltraumspiel der Hammer, weil der Schwarzwert halt grandios ist gegenüber den LCDs. Oder also bei meinem Monitor kann ich mich nicht wehren. Also ich habe da wirklich sehen, wo nicht unbedingt genug geeignet von der Reaktion zur Zeit bleiben, aber die Schwarzwerte von den Dingern ist richtig gut. Also ich habe eigentlich einen ziemlich guten Monitor, was das angeht, aber wenn ich ihn mit meinem Fernseher vergleiche, das ist so ein Philips noch mit Mottenaugenfilter vorne dran, überhaupt kein Vergleich, so gar nicht. Da finde ich ja schade, dass diese Technik noch nicht einfach nicht mehr eingesetzt wird. Die ist fertig, die funktioniert und es gibt nichts damit. Also die Mottenauge heißt, die haben so eine Nanostruktur ins Glas rein, dass das praktisch überhaupt nicht mehr reflektiert und das ist der Hammer. Das hat Philips mit Sharp damals entwickelt, das heißt Sharp hat jetzt seither immer mal wieder solche Modelle auf Messen gezeigt, aber kein einziges Modell verkauft bis jetzt, das verstehe ich überhaupt nicht. Weil die Technik funktioniert, ich habe sie zu Hause, das ist grandios. Also als ich den gekauft habe, kam der halt von den Schwarzwerten an Plasma-Fernseher ran, das ist ein LCD-Schirm.
Und der kann natürlich dementsprechend viel heller sein als ein Plasma. Also da hat man quasi alle Vorteile auf einmal, aber keine Ahnung. Und also die Kontraste sind halt auch der Hammer. Ich zock auf ein Plasma. Ich find's hervorragend. Ja. Aber ich Plasma hab als Zweitmonitor so einen uralten Acer-Monitor daneben hängen, dass ich wenigstens meine CPU und Network und so weiter Parameter sehe. Genau, für solche Sachen würde ich dann meinen jetzigen behalten. Das sehe ich inzwischen ein, dass man durchaus einen zweiten gebrauchen kann. Man sieht auch schön, wie der Speicher hochgeht, wenn sich mal dieses ED Explorer Tool da verkaspert. Du meinst, du wirst gewarnt. Ich fliege jetzt erstmal wieder nach zu Moko, die neuen Untertanen begrüßen. Willst du mal gerüchtigt werden? Ja. Ja, wann hat man mal die Gelegenheit, dass einem gerüchtigt wird? Ja. Erzähl. Das hast du recht. Das stimmt natürlich. Fuel skipping. Ich werde jetzt hier noch so eine kleine Sightseeing-Tour machen. Wo mich hinscannen. Hierher zu, hatte ich nicht so viel Gelegenheit. Ich mache noch ein paar Jumps Richtung Schack. Das wird ein langer Weg. Achso, wie weit waren wir denn von Schack weg bei Waypoint 3? Hab ich jetzt gar nicht gecheckt. Ja, 12.000 müsste es gewesen. Noch 12.000? Ich dachte, das war 22.000 weg von der Bubble. Ja, und wir waren nur drei und. Und wir waren nur drei weg, genau. Kann eigentlich nicht sein. Das war ja auch eine Zahl. Ich check mal kurz. Moment. Ich glaube, das ist mehr. Hammerzahl. Aber ich wollte mich jetzt nicht ganz so deprimieren lassen. Das ist aber nett. Okay, Schack. 18.000. Ja, das ist ein Fass. Im galaktischen Maßstab war es völlig richtig. Ja, eben, aber das war keine Erde ist da. 18, das heißt, ich sollte mir vornehmen, dass ich jeden Abend so 2000 schaffe. Dann bin ich 9 Tage unterwegs. Na, mal gucken. Aber auch sportlich 2000. Ja, ich weiß. Das sind ungefähr 100 Sprünge. Plus Kennen mit dem Flieger. Oh, ja. Ja, wenn er nur durchrascht, dann. Naja, also die Sonnen nehme ich immer mit. Naja, klar. Das ist das Mindeste. Ich habe teilweise durchgerascht, ohne dass ich Sonnen mitgenommen habe. 4, 3, 2, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich wäre für ein Buggyball-Rennen völlig ungeeignet. Ich auch. Das kann ich nicht. Ich wäre sofort abgelenkt, so. Hm? Ja, genau. Das könnte doch eine Idee sein. Genau. Oh. Das sieht aus, als wären da Kontinente. Den kann ich nicht liegen lassen.
jetzt auch hier Wasserwelt verpasst. Fuel-Skipping. Ich habe auch gerade hier was. Ich liebe in der Nähe von Jax. Fuel-Skipping. Der Rückweg wird vielleicht etwas länger dauern. Ja. Ja. Und das auf der auf jeden Fall, aber da habe ich auch keine Hitze mehr. Du weißt ja nicht, was noch kommt. Eine erdähnliche Welt, wer sagt's denn? Nein! Gratuliere! Ja, gratuliere. Ja, ist schon ein Name dran, aber wer Bock hat, LBO. Am Ende ist es die, die ich schon gesehen habe. Auf dem Weg her hatte ich nämlich einige Sinn und wurde geärgert. LBO D6-3. Also auf dem Weg hatte ich dich auch schon eine. Ja, ja, na, ich glaube, die hatten wir alle, glaube ich. Das kann sein. Nee, die hatte ich auch. Also die meinige war unentdeckt. Echt? Echt? Oh, hab ich auch cool. Das hab ich wohl. Das hab ich hier auf dem Weg nicht. Aber immerhin. Obwohl ich eher im Raschboot war, weil ich die Nacht nach dem zweiten Treffen noch geflogen bin. Mhm. Ich bin ja den ganzen Sonntag durchgeflogen, weil, also Sonntagnacht, weil vorher ging nicht. Wochenende war ich ja nicht da. Das heißt, ich musste von, ich dachte mir so, Montag ist zu spät. Ich bin von Sonntag 6:30 bis Montag 4:00 oder so geflogen, damit ich hier bin. Oh, das ist nämlich Einsatz. Ja, ne? Das ist was Mutt dat Mutt. Was Mutt dat Mutt, ja. Ich hab mich beim Rückflug von Sack A, ich muss sowas von in den Neutronensternen verfranst, dass ich beinahe nicht zum Release von Engineer von Horizon geschafft hätte. Die Blase zurück. Da hatte ich dann auch irgendwie die letzten 3-4 Tage bin ich irgendwie 3-4.000 Lichtjahre geflogen am Stück. Ich habe geschielt am Schluss. Also. Mhm. Ja, da dreht man schon am Rad. Aber gut, jetzt habe ich eine Hausnummer. 2000 Lichtjahre pro Art. Ja, das soll ich schaffen. Ja, mit 20. 100 Sprünge jeden Abend. Das muss gehen. Ich. Ja, muss ich jetzt noch konsequent dranbleiben? Ja, gut, wenn du mal Anstandsgrenz das Telefonstück auf. Ja, auf dem Hinweg habe ich das ignoriert, auf dem Rückweg habe ich alles mitgenommen. Also der Stern, wo ich rauskomme, der muss sein. Ja. Da kann man ja währenddessen auch schon scoopen, ne? Geht mal einfach nah ran und dann kann man ja schon ein bisschen aufladen. Das könnte hier eine Wasserwelt sein. Nein, ich darf nicht, ich weiß. Ich lass dich nicht ablenken. Bei mir ist die jetzt, die auch eine Erdähnliche sein könnte, halt nur 3000 weg. Fokussiert sein. Sag das mal, der Mensch. Fokussiert. Moment.